Bisher bei Resident Evil 2. Oh. Ah, Mist. Komm schon, Blendgranate, ich hab noch genug, ich hab noch genug. Frisst das, du mieses Stück Scheiße. Und so geht es jetzt weiter. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil 2, dem Remake. Ich heiße euch herzlich willkommen hier wieder in der Haut von Claire Redfield und wir untersuchen jetzt mal dieses schöne Schachfigurenrätsel, denn das ist nicht ganz so einfach. Wir finden aber dazu einen Hinweis hier in diesem Raum, denn wir müssen ja immer noch die gute Sherry finden, die da unten, glaube ich, wartet, ich gucke mal ganz kurz, die da unten dort hinten immer noch liegt, denn wir müssen ihr ja zur Hilfe eilen und das werden wir jetzt auch tun, denn hier ist eine Information, die uns hilft, das Schachfigurenrätsel zu lösen. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Das sind auf jeden Fall Tipps, die wir nutzen können. So, wenn ich mich recht entsinne, dann musste... Ach so, halt, ich muss erstmal untersuchen. Das ist der Turm. Das ist der König. Und das ist die Dame. So. Wir haben hier den Springer drin. Kann ich den eigentlich... Den kann ich rausnehmen. Okay. So, passt mal auf. Springer. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal die Information, dass hier der Springer rein muss. Denn wir haben dort schon mal das Bild auf dem Decke des Ventils, wie auch immer. Ihr seht's ja. So, dann bin ich der Meinung, dass hier der Turm rein müsste. Und Turm und Dame waren sich gegenüber. Das heißt, hier müsste die Dame rein. Das ist der Läufer. Hier müsste dann demnach der König rein. Bauer ist ganz rechts und das heißt, hier müsste Läufer rein. Ja, alles klar. So easy ist das ganze Rätsel. Ist ein bisschen kompliziert und ich habe das am Anfang... Bin auf dem Weg. Am Anfang war das auch echt ein bisschen schwieriger, wenn man das dann schon mal gemacht hat und das dort so ähnlich in Erinnerung hatte. Dann hilft ein dieses Zettelei da an der Wand dann noch sehr, also ja... Ich krieg das mittlerweile hin. So, weiter geht's. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß noch, was noch so kommt. Ich weiß, was noch so kommt. Und ich habe da schon ein bisschen Respekt vor. Ein bisschen viel Respekt, um ehrlich zu sein. Also, komme ich da eventuell rein? Da ist ein Hebel, den kann ich hebeln. Der Strom muss aus sein. Schön. Freue ich mich. Da ist eine Tür. Zu. Alles klar. Warum müssen denn immer alle Türen verschlossen sein? Kann denn nicht mal eine Tür offen sein hier, verdammte Hacke? So eine Tonne? Wo drauf steht, Vorsicht, es könnte bei feurigen Gegenständen ziemlich zu Explosionen kommen, sind nie was Gutes. Muss ich euch mal sagen. Oh. Das nehmen wir doch noch sehr gerne mit hier. Da können wir doch nämlich nochmal hier. Ja, easy going. Das ist doch mal super nett. So. Was haben wir denn hier? Wir müssen die zwei Nadeln oben in den jeweiligen Anzeigen in den roten Balken kriegen. Das ist ja... F.
fast. Okay. So, warten wir mal, ja? Wir machen mal so. Das macht das jeweils 1. Wir machen das so. Und so. Easy going. Ich bin ein absolutes Tier. Das war jetzt tatsächlich geraten. Ich hatte keine Ahnung mehr. Oh! Ich habe mich leicht erschrocken. Und es brennt. Autsch. Schön. Schön. Ach du Jemine. Kann man den jetzt hier schon besiegen? Der läuft da oben rum. Nimm deine Griffe von meinem Handschuhfach, du Klauschwein. Übrigens, ich mache hier gerade eine coole Taktik, denn ich bin der Meinung, wenn man sich hier hinstellt, kann der einen nicht treffen. Und jetzt mache ich mal noch was. Oh. Wow. So, mein Freund. Hätte wissen sollen, die wir sehen uns. Wir sehen uns, Kumpel. Mach's gut, hau rein. Deine Freunde haben sicherlich Spaß mit dir. So. Wir werden es dir jetzt ordentlich geben, mein Freund. Verdammte Hacke, wenn du uns denn lässt. So, mein Freundchen. Wow. Nein, bitte tu das nicht. Hier. Nimm das. Und jetzt mach dich vom Acker. Tschüssikowski. Warum musst du dich denn festhalten, Junge? Kannst du dich einmal in deinem Leben loslassen, verdammt? Du musst deine Tochter loslassen. Sagten sie du dir. Messer habe ich da noch. Au, William. William, William. Du übertreibst das ganze Spielchen ein bisschen, ja? Du musst mal einen Gang runterfahren. So, William. Bleib da mal bitte sitzen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe da nämlich was. Bleib da sitzen, mein Jung. Warum muss ich dir das denn immer wieder sagen, Junge? Schaffst du eh nicht. Hau ab. Mensch, warum müssen deine Fingernägel so groß sein? Na Gott sei Dank bist du schwer genug. Ha, easy going. Ihr habt zum Glück den ersten Versuch nicht gesehen. Das dauert alles ewig. Ja, entschuldige bitte, dass das so lange dauert, Cherry. Konnte ja keiner ahnen, dass mich dein Dad verfolgt. Oh, habe ich jetzt gespoilert? So, hier liegt noch ein bisschen Muni rum. Ich kann euch sagen, diese Säuregranaten gegen William Birkin zu verwenden, ist ein absoluter Irrsinn. Die bringen dagegen gar nichts. Also die sind wirklich schwachsinnig. Aber ich habe es euch mal gezeigt. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch alles eingesammelt. Kann das sein? Jo. Na dann, auf geht's. Wir müssen Sherry finden. Und ihr dringend helfen. Das ist das allerwitz Wichtigste. Okay. Gut, dann öffnen wir mal diesen schönen großen Fahrstuhl. Okay.
bin hier, Kleiner. Ich bin hier. Ich will dir helfen. Sherry bekam es implantiert. Ist nicht mehr zu retten. Ich hoffe, sie verarschen mich. Sie sind ihre Mutter, also rein hier. Du verstehst das nicht. William ist da draußen und wenn ich ihn nicht stoppe... Dieses Gespräch ist vorbei. Warte. Warte. Ich kann etwas tun. In meinem Labor. Es ist nicht weit. Mami? Es ist nicht genug Zeit. Millionen Leben sind in Gefahr. Sherry. Mami liebt dich, Süße. Leb wohl. Ich hoffe, die verarscht mich. Sherry, keine Sorge. Ich hol dir alles, was nötig ist, okay? Wieso tust du das? Weil es richtig ist. Danke, Claire. Ich hoffe, die Alte verarscht mich auch. Die kann doch nicht einfach so ihr Kind zurücklassen. Oh, aber der William, der rennt noch rum und 1000 Leben sind in Gefahr. Moment, die Standseilbahn. Jo, zu der müssen wir jetzt. Wie kam ich denn zu der nochmal? Ach ja. Auf geht's. Komm schon, Sherry. Süße. Halt durch, Sherry. Halte durch. Schon wieder. Sind fast da, Sherry. Wir kriegen das wieder hin, Kleiner. Wir kriegen das wieder hin. Ruh dich schön aus. Wir tun das, was das einzig Richtige ist. Die Seilbahn. Durch, Sherry, okay? Dir geht's bald wieder gut. Okay, sollte alles überprüfen. Es gibt kein Zurück. Ja, also an der Stelle sagt uns Claire nochmal klipp und klar, es gibt kein Zurück mehr, denn an dieser Stelle könnten wir alle Sachen, die wir jetzt bislang noch nicht im Polizeirevier oder hier in der Kanalisation erledigt haben, wenn wir noch irgendwas einsammeln wollen oder sonstiges, könnten wir die jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich noch erledigen bzw. holen. Nochmal ganz kurz zum Kampf gegen William Birkenkrat. Viele fragen sich vielleicht, warum ich diese Handgranate ans Tor geschmissen habe. Tatsächlich ist es so, dass William quasi schon die ganze Zeit hinter diesem Tor steht. Und dass, wenn man die Handgranate wirft, man ihm quasi schon Schaden zufügt, noch bevor er in diesen Raum reintritt, der quasi brennt. Nur mal ganz kurz zu dem Hintergrund. Ansonsten den Kampf habt ihr ja gesehen, wie ihr das machen könnt. Es gibt noch eine Variante, da könnt ihr den noch messern und zieht ihm so sehr viel Schaden ab, sodass ihr ihn quasi mit dem ersten, mit dem ersten Container quasi direkt runterstoßen könnt. Habe ich nicht geschafft. Beim zweiten Mal ist ja auch okay. So, wir starten die Seilbahn, Sherry. Kleine, wir kriegen dich jetzt hier weg. Halte durch. Wir tun das einzig Richtige. Dich retten. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Ich weiß nicht, ob Nest so gut klingt. Das Nest, ich meine, Nest ist immer was mit vielen. Okay? Deine Jacke ist so warm. Habe ich von meinem Bruder. Weißt du, sie soll mir Glück bringen. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Soll das ein Witz sein? Du kamst doch super klar ohne mich, bis ich kam und dich in Schwierigkeiten brachte. Ich hab was von dir. Ich will das nicht.
Wirklich? Wieso nicht? Ist so hübsch. Ist von meiner Mom. Zum Geburtstag letztes Jahr. Mein einziger Wunsch war, dass sie öfter daheim ist. Ich weiß, es scheint so, als wärst du deiner Mom egal, aber... Hey, Sherry, komm her. Hey, halte durch, okay? Nest wird in Kürze erreicht. Die Kleine scheint unglaubliche Migräne zu haben. Jetzt aber nichts wie raus hier. Ich hab dich. Ich glaube, das wird höchste Eisenbahn. Oder besser gesagt, höchste Seilbahn. Und das war's für heute wieder mit der Folge zu Resident Evil 2. Wenn euch das Projekt gefällt, dann schreibt mir gerne einmal euer Feedback in die Kommentare. Ein Like wäre wie immer auch sehr schön und natürlich den Kanal abonnieren bzw. die Glocke aktivieren. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bleibt gesund, wir hören uns ja beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!